Endlich ist die Sommerpause, die fußballfreie Zeit, die sportfreie Zeit auf AMK-TV vorbei. Und in die neue Saison 2011-2012 starten wir mit einem echten Kracher. Der TSV Murnau empfängt den ersten FC Garmisch-Partenkirchen, Bezirksliga-Absteiger aus der letzten Saison, die in der höheren Liga recht wenig zu bestellen hatten. Dieses Match beginnt mit einem echten Paukenschlag. Ein Katastrophenpass von Witzke ermöglicht Spora die hundertprozentige Chance. Doch er vergibt sie. Auch eine gute Parade von Baumgartl. Der direkte Gegenzug. Legner tankt sich durch. Der Pass ist klasse, doch geht's weiter. Seinerseits mit einer hundertprozentigen Chance. Aber auch er lässt sie liegen. Mitte der ersten Halbzeit die Partie äußerst rüde und große Chance. Wieder für Getzreiter. Im 16-Meter-Raum bekommt er wieder eine freie Schusschance. Christian Meyer. Doch Hannes Maurer im Tor der Garmischer. Fehlerfrei in diesen ersten 30 Minuten. Dann Knoll gegen Paschek. Die Flanke passt. Doch leider steht der Reporter im Weg. Getzreiters Kopfball nicht zu sehen. Schade, das 1:0 nach knapp 30 Minuten und der TSV legt weiter nach. Die Flügel sind die gefährlichste Waffe, die hier zu sehen. Wieder Knoll mit seiner zweiten Vorlage und in der Mitte lauert der linke Flügelspieler Patrick Witzke. Schön eingelaufen, 2:0. Es sah nach einer klaren Geschichte aus, doch die 45. Minute bestraft die Nachlässigkeit im Murnauer Abwehrzentrum. Hannes Mohr mit einem schönen Pass. Und Günther Kellner, der eiskalte Vollstrecker. 2:1. Und wieder ist der Sporer zu Beginn der zweiten Halbzeit, der eine glasklare Gelegenheit liegen lässt. Und so allmählich fragten sich die Zuschauer, ob denn beide Mannschaften sich hier ein Schützenfest an vergebenen Chancen leisten würden. Werner Fischer gibt zumindest für die Heimmannschaft die Antwort. Nein! Den unkoordinierten Rückpass von Riesch nutzt Fischer mit diesem traumhaften Lupfer über den herauseilenden Maurer zum verdienten 3:1 aus. Und während die Garmischer reklamieren, schalten Baumgartl und Burger am schnellsten der eingewechselte Stürmer gegen drei Garmischer. Tolles Tor, 4:1 der Endstand. Ein Auftakt nach Maß, doch wie erwähnt, passt bisher nur die Chancenverwertung noch nicht. Das hätte zu einem Debakel für die Garmisch-Partenkirchener werden können. Das Debüt von Landesliga-Neuzugang Manuel Bratz geglückt, auch wenn er selbst noch nicht spielentscheidend in Aktion trat. Der Endstand 4:1 für die Gastgeber.